Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Zweitligaheimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in der MDCC-Arena. Endstand vor 26.000 und ein paar mehr Zuschauern. Ich habe gerade die aktuelle Zahl leider nicht parat. Einen Moment. Genau, jetzt nochmal 26.305 Zuschauern, so 2:2. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner WSA. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Dieter Hecking und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt natürlich immer wie immer dem Gästetrainer Dieter Hecking. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an den FC Magdeburg und Christian und deine Mannschaft. Ich glaube, aufgrund der tollen Saison hat es euch verdient, dass ihr heute durch seid. Was den Klassenerhalt geht, ich glaube, es ist hervorragende Arbeit, die hier gemacht wurde, vor allem in den letzten Monaten, nachdem es am Anfang ein bisschen holprig war, sieht man schon, dass hier eine Handschrift von einem Trainer zu sehen ist, der dem FC Magdeburg gut tut, glaube ich. Und wir sind schon mit richtig Respekt heute hergefahren. Wir wussten, dass es kein einfaches Auswärtsspiel werden könnte, weil natürlich durch die letzten Spiele gegen Hamburg, gegen Heidenheim nochmal richtig Selbstvertrauen getankt worden ist auf Seiten vom FCM. Und wir wollten das Spiel mutig angehen. Die ersten paar Minuten hat das auch noch ganz gut ausgesehen. Dann mussten wir aber wirklich sagen, dass wir erste Halbzeit zu wenig gemacht haben. Ja, wir haben nur Begleitschutz gegeben, hatten unsere Fragestellungen, gerade mit den langen Bällen in den Rücken der Abwehr rein, wo wir keine gute Übernahme gehabt haben. Ja, wo der FC Magdeburg immer wieder durchgekommen ist, dann zwei, drei gute Aktionen hatte, wo wir Glück gehabt haben, dass der Abschluss nicht sauber genug war. Und da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn es vielleicht höher als 1-0 gestanden hätte, wobei das 1-0 natürlich ja, sehr unglücklich ist und hätten wir so in der Form, glaube ich, so ein Tor hätten wir nicht gebraucht. Aber gut, zweite Halbzeit haben wir es viel, viel besser gemacht, waren viel aktiver, haben viel besser gegen den Ball gepresst, haben dann auch Magdeburg ein bisschen vor Probleme gestellt, machen in der Phase dann den Ausgleich, wo es vielleicht nicht ganz so in der Luft lag, aber man hat schon gemerkt, wir sind mehr mit Zug unterwegs, machen dann ein schönes Tor über die rechte Seite mit einem guten Abschluss von Felix. Ja, und dann eigentlich denkst du, jetzt könnte sogar noch mehr gehen. Und in der Phase, wo du das Gefühl hast, jetzt sind wir am Zug, kriegst du leider das 2-1, wo wir uns dann wieder schütteln müssen, wieder ein Rückschlag. Ja, aber die Mannschaft hat dann wirklich Moral gezeigt, hat dann gezeigt, dass sie unbedingt noch was mitnehmen wollte, ist dann auch belohnt worden mit dem Ausgleichstor. Und ich denke, wenn man die erste Halbzeit nimmt, wäre ein Sieg für Magdeburg nicht unverdient gewesen. Zweite Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht und wie gesagt, am Ende, glaube ich, haben wir uns diesen einen Punkt dann auch verdient, den wir dann mitgenommen haben. Ja, jetzt geht's weiter und Sonntag das nächste Statement dann nach Rostock. Vielen Dank, Dieter Hecking. Trainer, Glückwunsch zum vorzeitigen Klassenerhalt. Dein Statement zum Spiel, bitte. Dankeschön. Ja, eigentlich war es ein Spiel, was wir so erwartet haben. Wir wussten, dass wir Nürnberg ins Laufen bringen müssen, weil wenn sie selbst mit dem Ball sind, dann finde ich, dann haben sie echt eine Qualität. Auch wenn sie dann immer mit Müller-Deli die Seite überlagern, wenn Tempelmann nachrückt, das ist dann auch schon etwas, was dich vor Probleme bringen kann. Und genau das hatten wir die erste Halbzeit nicht zugelassen. Wir waren gut im Anlaufen drin, wir hatten das Spiel kontrolliert, wir hatten auch einige Einschussmöglichkeiten. Gehen mit 1-0 rein und wissen, dass jetzt ein Gegner auch in der Formation uns anlaufen wird. Und dann war klar, unser Torwart spielt einfach in die Gegenrichtung, wo der Ball, in die gegengesetzte Richtung wieder, wo der Ball herkommt. Und damit haben wir das Pressing ausgesetzt. Dann spielen wir in den Pressingdruck rein. Und das hat dann zu einer Phase geführt, dass wir nicht mehr in dem Spiel so drin waren. Wenn wir dann quer gespielt haben, haben wir die Achterräume nicht entdeckt. Und dann war Nürnberg deutlich in der zweiten Halbzeit besser im Spiel drin. Mit dem Ausgleich hast du mal das Gefühl gehabt, es könnte kippen. Dann kamen wir wieder rein. Dann machen wir auch das Tor für uns. Und dann war es eigentlich ein Spiel, wo ich jetzt das Gefühl hatte, okay, du musst aufpassen, dass du dir keinen Konter einfällst, wir stehen sauber. Wir machen es dann phasenweise mal besser mit unserem Außenverteidiger, der aber dann immer wieder auch sich nicht gewusst hat, gehe ich raus, bleibe ich drin hängen. Da haben wir gerade beim 2-1 dann sind wir im Spiel drin, dann kriegen wir einen Konter aus einer Situation, wo wir in der Überzahl stehen, wo wir uns wirklich das nicht gut angestellt haben. Und dann steht es hier 2-2 und dann war es trotzdem eine Situation, wo dann auch Tatsu nochmal eine gute Möglichkeit hatte. Aber wir waren dann einfach in der Situation nicht mehr in der Klarheit drin. Und Nürnberg, muss man wirklich sagen, in der zweiten Halbzeit ist deutlich besser gemacht, hat auch seine Möglichkeiten gehabt. Ich wünsche euch wirklich für die Saison, für den Saisonverlauf, Dieter, weiterhin alles, alles Gute. Und möchte trotzdem aber auch der Mannschaft hier einen Glückwunsch aussprechen, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir in die Saison reingegangen sind, wo es auch ein Stück weit holprig war, dass wir uns jetzt auch so ein Spiel wie heute trotzdem für uns noch ein Stück wegziehen konnten, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gehen, sondern dass wir einen Unentschieden mitnehmen, weil ich mir heute natürlich auch ein Stück mehr gewünscht hätte, weil ich finde, wir haben so ein bisschen Spiel hergegeben.
Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Kurzes Handzeichen. Janik Sammert für die Volksstimme. Ja, hallo zusammen. Hallo, Herr Tietz. Erstmal möchte ich Ihnen zum Klassenerhalt gratulieren und dann damit verbunden vielleicht die Frage. Was denken Sie gerade darüber, dieses Ziel erreicht zu haben? Ich muss Ihnen zugeben, als abgepfiffen worden ist, habe ich mich ehrlich gesagt ein Stück weit geärgert gehabt, dass Unentschieden ausgegangen ist, weil wir wollten halt unbedingt gewinnen. Aber man muss dann auch mal zufrieden sein, weil der Gegner hat dann in der zweiten Halbzeit wirklich auch was entgegengesetzt. Und trotzdem weiß ich jetzt, ich habe auch der Mannschaft gratuliert, ich weiß, wie wichtig es für die Menschen hier war, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Und dass wir letztendlich auch gerade mit der Rückrunde, wo wir so viel gepunktet haben, sehr gut zurückgekommen sind. Die Bedeutung haben Sie gerade schon angesprochen. Es ist schlichtweg historisch für den FCM, das zweite Jahr in die zweite Bundesliga hintereinander spielen zu können. Wie denken Sie darüber, dass Sie das mit dieser Mannschaft, dass Sie das auch als Trainer geschafft haben? Also für mich ist ja, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber für mich ist es wirklich so, ich bin in der Saison drin, ich mag unbedingt viele Spiele für uns entscheiden und wir haben noch zwei Spiele. Aber was mich sehr zufriedengestellt ist, dass wir als Mannschaft hier auftreten, mit einer Bereitschaft die Mannschaft rausgeht und das mit der Unterstützung von dem fantastischen Publikum immer zu wollen, einen Gegner unter Druck zu setzen, mit dem Ball, aber auch gegen den Ball eine enorme Laufbereitschaft, eine enorme Zweikampfbereitschaft reinzunehmen. Und es ist schön, dass wir es geschafft haben, mit dieser Leistung, mit dieser Bereitschaft auch in der Liga genügend Punkte zu sammeln. Dann würde ich gerne mal auf das Spiel eingehen. Sie hatten es gerade auch schon angedeutet, die Phase, wo das Spiel kippen kann. Ihre Mannschaft hat in genau dieser Phase das 2-1 gemacht. Spricht das für die Entwicklung? Und wie blicken Sie auf diese Spielphase? Also ich habe es ja eben schon am Anfang beschrieben. Da haben wir es wirklich nicht gut gemacht mit dem Ball, haben in den Pressingdruck reingespielt, haben die 8 Räume nicht entdeckt und nicht bespielt. Und dann ist es aber auch, wissen wir auch, dass wir auf der letzten Linie bei uns in der Offensive trotzdem auch Qualität drin haben. Es ergeben sich ja trotzdem auch Räume, wenn ein Gegner so bespielt. Und wir im Umschaltspiel dann auch schon gewisse Leute mit reinbringen. Und dann macht es natürlich auch Jason richtig gut, dass wir es 2-1 machen. Das zeigt natürlich auch etwas, dass wir da trotzdem auch für uns stabil bleiben können. Dann eine letzte Frage von mir, und zwar zu Moritz Bruni. Eingewechselt wieder runter, lag wahrscheinlich daran, dass er angeschlagen ist. Ich glaube, es hat man gesehen, dass es leider nicht ging. Dann mussten wir ihn wieder runternehmen. Können Sie da noch konkreter was zu sagen? Also das waren die altbekannten Probleme, ne? Also es ist ein Mix aus Problemen im Knie, aber der hat sich ein Keim eingefangen, was wir jetzt rausgefunden haben und hatten eigentlich gedacht, dass es soweit gut ist, aber es hat man dann gemerkt, dass es doch leider nicht so hingehauen hat. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz. Unseren Gästen aus Nürnberg einen guten Heimweg und alles Weitere für die weitere Saison natürlich und euch allen vielen Dank, dass ihr dabei wart und natürlich auch ein schönes Wochenende. Danke.